herzlich willkommen zu meiner Wanderung. Ja, ich befinde mich immer noch auf Rügen. Ja, heute soll es mal Richtung Seerams gehen. Das ist jetzt einfach mal so ein bisschen quer über die Insel. Ja, die anderen Wege bin ich ja schon viel gelaufen. Jetzt wollte ich einfach mal was Neues probieren. Da habe ich mir gesagt, ach komm, läufst du mal quer rüber. Wenn ihr Lust drauf habt, dann bleibt ihr dran. Und wenn nicht, schaltet ihr ab. Ihr seht, ich befinde mich schon wieder auf dem Rückweg. Ja, ich wollte eigentlich mit der Personenfähre von Moritzdorf quasi, beziehungsweise von Barbe nach Moritzdorf fahren. Die macht aber leider erst um 9 Uhr auf. Und bevor ich da jetzt irgendwie anderthalb Stunden warte, habe ich gesagt, okay, dann laufe ich halt um Seliner See rum. Bin ich aber zwar auch irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde unterwegs, habe ich also nicht so wirklich viel gewonnen. Aber ja, auf Warten habe ich jetzt keine Lust. Ist so ein bisschen windig und frisch und kann man besser laufen. Ja, so ist Leben. Ja, ich bin heute mal mit meinen Turnschuhen unterwegs. Ich wurde ja schon des Öfteren mal ausgelacht, weil ich immer mit meinen schweren Loverstiefeln unterwegs bin. Ich probiere das heute einfach mal aus, ob das dann besser funktioniert oder nicht. Ich hoffe, ich muss dann die Tour nicht abbrechen, weil ich dann Blasen kriege oder so. Wie gesagt, ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich eine weitere Strecke laufe mit Turnschuhen. Ich bin jetzt hier am Hafen von Selin. Jetzt stehen schon 5 Kilometer auf der Uhr, ist jetzt 10 vor 9. Ich hoffe, es rächt sich nicht, dass ich jetzt hier den Umweg in Kauf genommen habe, weil der liebe Fährmann zu hatte. Ich hoffe, dass ich meinen Zeltplatz, ich bin ja mit dem Zelt unterwegs, dass ich den dann quasi auch noch einigermaßen gut und fit erreiche. Ja, im Laufe des Videos werdet ihr sehen. 9:30, Kilometer 8. Im Hintergrund könnt ihr noch Selin erkennen. Wenn wir uns einmal umdrehen, dann haben wir vor uns irgendwo Seedorf. Ein herrlicher Blick. Leider kann man es auf der Kamera nicht so gut erkennen. Hier an der schönen Bank, da kann man natürlich wunderbar Pause machen. Deswegen werde ich jetzt hier ein Brötchen essen. Sind zwar noch keine 10 Kilometer auf der Uhr, aber egal, man muss die Gelegenheit ja nutzen. Kilometer 10, 10.26 Uhr. Ich bin jetzt hier in Seedorf angekommen. Hier geht's über die Brücke. Ja, und dann geht's Richtung Lankengranitz. This one. Follow the river to the edge of the sea. I kissed the water and it made me complete. Like this one. This one. We experience death in life. We try to fly, we never let go. It's the only way. It's the only way. Im Hintergrund könnt ihr irgendwo das Jagdschloss Granitz sehen, beziehungsweise könnt ihr nicht sehen, ja, der Zoom, der fehlt mir leider. Hier haben wir wieder einen Wegweiser. Mein nächstes Zwischenziel ist irgendwie Putbus. Ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Hier übrigens auch eine sehr schöne Hütte, wunderbar unter den Eichen hier. Aber ich kann ja nicht jede Hütte mitnehmen, ne? Ich bin jetzt hier in Groß-Treso. Ganz im Hintergrund kann man die Entmagnetisierungsanlage sehen. Die haben die wohl dafür gebraucht, um Schiffe zu entmagnetisieren, damit die dann von irgendwelchen Minen nicht erfasst werden. Aber ist nicht mehr in Betrieb. Jetzt ist nur noch ein Vogelsitzplatz.
Und hier hinten, da kann man die Insel Wilm erkennen. Ja, und da vorne ist Großstresow. I was stuck in a dream like this one. This one. I climbed a mountain and it taught me to breathe. I saw my life be on the top of a tree like this one. This one. We experience different life. We try to fly, we never learn. Das lobe ich mir ja. Betreten auf eigene Gefahr und nicht immer hier alles verboten. Eigene Gefahr kann ich super mit umgehen. Oh ja, schon mächtig windig ist hier. Hier in Großstresow ist wirklich eine wunderbare Einkehrmöglichkeit. Ja, wie ihr seht, ohne Bierpower geht es dann doch nicht. Aber hier konnte ich aber nicht vorbeilaufen. Ein herrlicher Blick. Wunderbar. That's the funny thing about magic. You make one little wish and grab it, but they're still gonna take their habit. Hearts are gonna break so tragic. So, jetzt kommt hier ein Abschnitt. Der ist nur für mich gemacht. Nach Lauterbach geht es noch 2,4 Kilometer. Ja, das ist ja so ein bisschen ja zwiespältig quasi, ne? Also seitdem es die E-Bike gibt, dann nimmt der Fahrradverkehr natürlich deutlich zu, weil ist ja jetzt easy peasy. Ist natürlich ein Riesenvorteil von wegen, ja, wenn viele Fahrräder gibt oder Fahrradfahrer gibt, dann wird dementsprechend auch ordentlich was gemacht an den Fahrradwegen. Andererseits sind natürlich auch dementsprechend viele Fahrräder unterwegs. Und wenn man dann mal zu Fuß unterwegs ist, ja, dann können die schon manchmal nerven. Das ist ja ganz unterschiedlich. Je nachdem, wie man gerade unterwegs ist, ist man zu Fuß unterwegs, nerven einen die Autos und die Fahrradfahrer. Ist man mit dem Fahrrad unterwegs, nerven einen die Autos und die Fußgänger. Und ist man mit dem Auto unterwegs, nerven ein die Fahrradfahrer und die Fußgänger. Ja, so verrückt ist die Welt. If the gold won't shine right now, shimmers in the dirt, shimmers in the dirt. If the gold won't shine right now, shimmers in the dirt, shimmers in the dirt. Ja, kaum zu glauben. Gerade sind mir zwei Fahrradfahrer entgegengekommen. Ich bin hier noch eine Treppe runter. Also manche können einfach nicht verstehen, dass das hier ein Wanderweg ist und kein Fahrradweg. Naja. Also bis jetzt ist der Weg hier wirklich ein Träumchen. Und man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man jetzt so wie ich vom Barbe kommt, dann hier bis Lauterbach und wieder mit dem Schiff quasi wieder nach Barbe zu fahren oder halt von Putbus aus mit dem Roland. Also wirklich der Weg hier ein Träumchen.
look outside of your dreams. 'Cause you might miss the moment he's reaching out his hand. Für meinen Geschmack ist das Hotel ein bisschen protzig. Aber sieht schon grandios aus. Ich bin jetzt hier im Hafen von Lauterbach angekommen. Ja, grobes Ziel ist ja Seerams. Wie viele Kilometer habe ich gelaufen bis jetzt? Keine Ahnung. 22, 23 schätze ich mal. Ja, Uhrzeit 14:43. Ja, weiter geht's. You gotta give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Es ist total verrückt, seitdem ich in Lauterbach bin. Bewegt sich hier kein Lüftchen mehr. Gerade war so ein Monsterwind und jetzt ist hier alles ruhig. Mal gucken, ob es denn gleich wohl wieder windiger wird. Da können wir die Insel Wilm noch mal sehen. Ja, wie sagt man so schön? Nach der Ruhe kommt der Sturm. Oh Mann, jetzt hat es ja noch richtig feste gedonnert, aber ich habe mich hier hinter so einem Baum ein bisschen verkrochen. Ja, nützt nichts. Abwarten. Wer ist denn eigentlich auf die glorreiche Idee gekommen? Achtung, Baum. Auf die glorreiche Idee gekommen, heute mal keine Wanderschuhe anzuziehen. Schön Turnschuhe, weil die sind ja so bequem. Ist bloß das Problem, dass sie nicht wasserdicht sind. Und jetzt habe ich richtig nasse Füße. Scheiße. Nach dem Regen kommt die Sonne. Heißt für mich Regenklamotten aus. Ich freue mich schon. Hier haben wir natürlich auch wieder einen herrlichen Blick. So, ich wollte mal wieder einen kleinen Status abgeben. Kilometer 29, 16:50 Uhr. Der Regen ist vorbei. Die Schuhe sind noch nass. Falls mich irgendjemand irgendwann noch mal fragt, warum ich denn diese dicken Wanderschuhe anziehe. Ja Leute, ganz genau, das ist der Grund. Hier im Wald ist zwar wunderschön zu laufen, aber mit den Turnschuhen hier super rutschig. Zudem musst du auf jede Pfütze aufpassen, dass er da nicht reinlatscht. Die Schuhe sehen auch aus wie Sau. Ah, alles nur Nachteile. Nächstes Mal laufe ich wieder in Wanderschuhen. Oh Leute, ich habe mir gerade den Fuß richtig fies umgeknickt. Im Moment habe ich nicht mehr so Spaß zu laufen, ehrlich gesagt. Mal gucken. Hier kommt irgendwie auch schon seit 10 Kilometern keine Bank mehr. Ja, mich hat ein Stein. Ja, wie gesagt, immer ein bisschen Lust, ein bisschen weg. Ich habe jetzt da vorne eine halbe Stunde auf den Stein gesessen, habe so ein bisschen in mich hineingeheult und meinen Fuß massiert. Jetzt geht's schon wieder. Ich habe jetzt hier noch ungefähr 6 Kilometer bis Samtens. Und da gibt es wohl ein Rewe, da muss ich auf jeden Fall noch mal Essen fassen, weil ich habe gar nichts mehr da. Ja, und dann fange ich mal an, Zeltplatz zu suchen. Have I got in your attention? I surrender everything. Like a shadow in the dark you cannot see. I fell in love again. All the nights turn into
So, wenn ich mich nicht ganz täusche, habe ich jetzt Marathon geschafft. Habe auch schon ganz schön die Schnauze voll, ehrlich gesagt. Nachdem der Zeltplatz jetzt schon zu hatte, habe ich wohl so einen hilflosen Eindruck gemacht und dann hat mir so ein netter Menschenbürger angeboten, in seinen Garten zu übernachten. Tipptopp, nochmal herzlichen Dank dafür. So, mein Schloss ist jetzt aufgebaut. Ich koche mir jetzt noch ein bisschen was. Nichts Besonderes, so eine Nudel-Instant-Bumski-Geschichte. Ja, dann werde ich schlafen gehen. Und dann werde ich mal gucken, ob ich morgen Mama-Taxi anrufe, weil mein Fuß, der tut leider immer noch ein bisschen weh. Und es soll ja Spaß machen und nicht nur Krampf sein. Guten Morgen. Tja, ich habe jetzt entschieden, meine Tour hier abzubrechen. Mein Fuß, den merke ich immer noch. Ja, ich habe das ja gestern schon mal gesagt, soll ja mehr Spaß machen. Und ich muss mir ja nichts beweisen. Ja, mache ich halt nächstes Mal, wenn ich wieder auf Grün bin. In dem Sinne, lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund. Ciao.